Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Es geht weiter mit dem nächsten Thema. Ich hatte das angekündigt in meinem letzten Video. Zuckerindustrie und Ernährungsempfehlungen. Was haben die beiden miteinander zu tun? Es geht um Bestechungsaffären von 1967 bis heute, wobei man davon ausgehen kann, dass das schon viel früher angefangen hat. Ich habe da mehrere Artikel zusammengesucht und sie übersetzt und ich werde sie vorlesen, damit mir niemand unterstellen kann, ich hätte den Inhalt nach meinem Gutdünken entschärft oder verstärkt. Jeder soll sich seine eigene Meinung bilden und das davon halten, was er für richtig hält. Ein Artikel vom September 2016 in der New York Times hatte zum Thema, wie die Industrie es geschafft hat, vom Zucker abzulenken und das Fett für unsere Zivilisationserkrankungen verantwortlich zu machen. Ihr findet wieder, wie immer, alle Links in der Beschreibung. In den Dokumenten wurde nachgewiesen, dass Wissenschaftler in den 60er Jahren von der Zucker- und Lebensmittelindustrie sehr viel Geld erhalten haben. Ihr Auftrag war, und schon 1967 und ist bis heute, die Rolle des Zuckers als Ursache für Herzkrankheiten und andere Zivilisationserkrankungen herunterzuspielen und das Fett dafür verantwortlich zu machen. Im JAMA, Journal of the American Medical Association, das ist eine renommierte Fachzeitschrift, medizinische Fachzeitschrift, veröffentlichte interne Dokumente, die ein Forscher der University of California in San Francisco entdeckt hatte, geben Auskunft über 5 Jahrzehnte von der Zuckerindustrie gekaufte Forschungsergebnisse im Bereich Ernährung und Herzkrankheiten, auf deren Grundlage unsere heutigen Ernährungsempfehlungen erarbeitet wurden. Stanton Glantz, Professor am UCSF, Universität von Kalifornien, San Francisco, und Verfasser der JAMA-Veröffentlichung, sagte, sie haben 50 Jahre in allen Diskussionen sehr erfolgreich vom Zucker abgelenkt. Besagten Dokumenten ist zu entnehmen, dass eine Handelsgruppe namens Sugar Research Foundation, Zuckerforschungsstiftung, die heute den Namen Sugar Association, Zuckerverband, trägt, Harvard-Forschern im Jahr 1967 einen Geldbetrag gezahlt haben, der heute 50.000 Dollar entsprechen würde. Die Gegenleistung war die Veröffentlichung der Überprüfung eines wissenschaftlichen Artikels über den Zusammenhang zwischen Zucker, Fett und Herzkrankheiten. Die dafür herangezogenen Studien hatte die Zuckergruppe selbst ausgesucht. Das New England Journal of Medicine, ein anderes medizinisches Fachjournal mit Sitz in Massachusetts, brachte dann eine Veröffentlichung unter dem Titel Dietary Fats, Carbohydrates and Atherosclerotic Vascular Disease. Fett, Kohlenhydrate und Arterienverkalkung heraus, die Rolle des Zuckers weiter verharmloste und stattdessen gesättigten Fettsäuren die Verantwortung zuschob. Dieser dokumentierte Betrug ist 6 Jahrzehnte her. Und er fand im Laufe der Jahre viele Nachahmer. Es gibt zahlreiche Berichte, die einen Einblick in die Machenschaften der Nahrungsmittelindustrie geben, deren Ziel es war, die Fachwelt zu verunsichern und die Wahrheit zu verdrehen. Dies beeinflusste die Wissenschaft und verunsicherte die Verbraucher. Als Beispiel mag ein Artikel in der New York Times mit dem Titel Coca-Cola funds scientists who shift blame for obesity away from bad diets. Zu Deutsch, Coca-Cola finanziert Wissenschaftler, die die Verantwortung für eine ungesunde Ernährung und Fettleibigkeit herunterspielen. Also die Verantwortung von Coca-Cola. Ziel war es, die Rolle von gezuckerten Getränken bei der Entwicklung von Fettleibigkeit und Zivilisationskrankheiten herunterzuspielen. Coca-Cola hat sich für diese unehrenhafte Verharmlosung viele Millionen Dollar kosten lassen. Hat sich diese
Verharmlosung viele Millionen Dollar kosten lassen. Die Nachrichten- und Presseagentur Associated Press ist bekannt, hatte von durch Süßwarenhersteller finanzierte Studien berichtet, die zu dem Ergebnis gekommen waren, dass Kinder, die Süßigkeiten essen, schlanker sind als Kinder, die dies nicht tun. Von den Harvard-Wissenschaftlern und den damaligen Vertretern der Zuckerindustrie, zwischen denen der Deal ausgehandelt worden war, ist heute niemand mehr am Leben. Einer der Wissenschaftler, Dr. Mark Hegstedt, war später noch zum Leiter der Ernährung beim USDA, United States Department of Agriculture, zu Deutsch Landwirtschaftsministerium, ernannt worden und arbeitete dort 1977 unter anderem an der Vorversion der heutigen offiziellen Ernährungsrichtlinien. Bekannter als Hegstedt ist wahrscheinlich Dr. Frederick Stare, damals Vorsitzender des Harvard Nutrition Department Ernährungsabteilung. Nach allem, was ich in den vergangenen Jahren über Fred Stare gehört habe und gelesen habe, haben wir ihm in Sachen Ernährungsempfehlungen nicht viel Gutes zu verdanken. Die Sugar Association beantwortete den JAMA Report damit, dass die Autoren 1967 noch nicht verpflichtet waren, ihre Geldgeber zu offenbaren. Seit 1984 verlangt das New England Journal of Medicine glücklicherweise die Offenlegung von finanziellen Verstrickungen. Die Industrie hätte bei ihren Forschungsaktivitäten mehr Transparenz zeigen müssen, war dem Zuckerstatement zu entnehmen. Gleichzeitig hielt die Zuckergruppe daran fest, dass industriefinanzierte Arbeiten eine wichtige und informative Rolle in der wissenschaftlichen Debatte spielen. Schließlich sei die Wissenschaft in mehreren Jahrzehnten immer wieder zu dem Ergebnis gekommen, dass Zucker bei Herzkrankheiten keine maßgebliche Rolle spielt. Diese Enthüllungen sind wichtig, denn die Debatte um Gesundheitsschäden durch Zucker und beziehungsweise gesättigte Fettsäuren haben wir immer noch, sagte Dr. Glanz. Seit nicht weniger als einem halben Jahrhundert wird uns von offizieller Seite empfohlen, unseren Fettkonsum zu reduzieren. Wir haben uns an die Empfehlungen gehalten und fettreduzierte, zuckerreiche Lebensmittel gegessen. Gesünder sind wir nicht geworden, aber wir haben jetzt eine Fettleibigkeitsepidemie und eine Explosion bei den Zivilisationskrankheiten und suchen immer noch nach der Ursache. Es ist ein gelungener Schachzug der Zuckerindustrie und die Schlagzeilen in renommierten Zeitschriften beeinflussen die wissenschaftliche Diskussion zusätzlich, sagte er. Dr. Hegstedt konnte die Ernährungsempfehlungen der Regierung mit seinen Forschungsergebnissen dahingehend beeinflussen, dass gesättigte Fettsäuren für Herzerkrankungen verantwortlich gemacht wurden. Zucker galt dagegen nur als leere Kalorien, die vielleicht Karies verursachen. Bis heute sind die Warnungen vor gesättigten Fettsäuren die Eckpfeiler der offiziellen Ernährungsrichtlinien. Seit einigen Jahren haben die American Heart Association, die WHO und andere Gesundheitsbehörden neuerdings auch den Zucker als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf dem Schirm. Aber das wahrscheinlich nur, weil der Wind langsam sich dreht und die Aktivitäten auf der anderen Seite nicht mehr totzureden sind. Einschub. Marion Nestle, Professorin für Ernährung, Lebensmittelforschung und öffentliche Gesundheit an der New York University, schrieb einen Leitartikel darüber, dass die Dokumente überzeugende Beweise dafür liefern, dass die Zuckerindustrieforschung gezielt zur Entlastung von Zucker als Hauptrisikofaktor für koronare Herzkrankheiten eingesetzt hat. Ich bin entsetzt, sagte sie. Man hat es selten mit einem derart offenkundigen Betrug zu tun. Diese Dame ist Befürworter der pflanzlichen Ernährung und wenn sie das sagt, kann man das getrost ernst nehmen. Dr. Walter Willett, sehr bekannt unter denen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, Vorsitzender der Ernährungsabteilung der Harvard T.H. Chan School of Public Health, sagte,
dass sich die Regeln für akademische Interessenskonflikte seit den 60er Jahren erheblich geändert hätten. Die Branchenpapiere seien eine Mahnung dafür, dass die Forschung durch öffentliche Mittel finanziert werden sollte und nicht von der Industrie. Dr. Willett zufolge hatten die Forscher für die Bewertung der relativen Risiken von Zucker und Fett unzureichende Daten zur Verfügung. Vor dem Hintergrund der heutigen Datenlage lässt sich sagen, dass raffinierte Kohlenhydrate, verarbeitete Kohlenhydrate, Fastfood, Fertigprodukte, Junk, McDonald's und insbesondere zuckerhaltige Getränke, Coca-Cola, Pepsi, Fanta, als Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen anzusehen sind. Der Art des Nahrungsfetts kommt allerdings ebenfalls eine besondere Bedeutung zu. Ja, man weiß inzwischen, dass Pflanzenfette entgegen den Aussagen der vergangenen Jahrzehnte sehr, sehr schädlich sind. Der JAMA-Artikel stützt sich auf tausende Seiten an Korrespondenz und andere Dokumente, die die Zahnärztin Kristin Kearns, Forscherin an der UCSF im Harvard-Archiv an der Universität von Illinois und in anderen Bibliotheken gefunden hatte. Diesen Dokumenten ist zu entnehmen, dass John Hixon, ein führender Manager der Zuckerindustrie, 1964 mit anderen aus der Branche einen Plan mit dem Ziel aushandelte, die öffentliche Meinung durch Forschungs-, Informations- und Gesetzgebungsprogramme zu beeinflussen. Damals hatte man mit Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen zuckerreicher Ernährung und der hohen Rate an Herzerkrankungen im ganzen Land begonnen. Zur gleichen Zeit untersuchten andere Wissenschaftler, darunter der bekannte Physiologe Ansel Keys, das ist ein ganz besonderer Freund von mir, oder wäre es, wenn er noch am Leben wäre, aus Minnesota, eine konkurrierende Theorie, wonach gesättigtes Fett und Cholesterin aus der Nahrung das größte Risiko für Herzerkrankungen darstellen. Hixon schlug vor, den alarmierenden Ergebnissen in Bezug auf Zucker mit den von der Industrie finanzierten Forschungen entgegenzuwirken. So können wir Daten veröffentlichen und Kritiker zum Schweigen bringen, schrieb er. 1965 beauftragte Hixon die Harvard-Forscher, eine Rezension zu schreiben, die Anti-Zucker-Studien entlarven sollte. Er zahlte ihnen insgesamt $6,500, das wären heute $49,000. Herr Hixon wählte selbst die Papiere für die Überprüfung aus und legte fest, wie das Ergebnis auszusehen hatte, das den Zucker begünstigen sollte. Das nennt man Wissenschaft. Und wenn solche Studien dann irgendwo zitiert werden, dann muss man sich doch fragen, was in der Wissenschaft los ist. Harvards Dr. Heckstedt beunruhigte die Zuckermanager. Nein, er beruhigte die Zuckermanager. Wir sind uns ihrer besonderen Situation bewusst, schrieb er, und werden die Angelegenheit zu ihrer vollen Zufriedenheit regeln. Ja, man kann von vornherein festlegen, wie das Ergebnis einer Studie aussehen soll. Während sie an ihrem Artikel arbeiteten, übermittelten die Harvard-Forscher immer wieder Entwürfe an Herrn Hixon, der ihnen versicherte, dass er sehr zufrieden sei. Die Harvard-Wissenschaftler hatten die Daten zu Zucker heruntergespielt und ihr Augenmerk auf die Daten gelegt, die gesättigte Fettsäuren verantwortlich machen. Hixon schrieb zurück: Genau so haben wir es uns vorgestellt. Wir freuen uns auf das Erscheinen in gedruckter Form. Nach der Veröffentlichung des Artikels ließ die Debatte über Zucker und Herzerkrankungen nach. Ne? Ja, es gab ja wissenschaftliche Beweise. Ne? Da braucht man ja nicht mehr zu diskutieren. Und immer mehr Gesundheitsbehörden schlossen sich den Low-Fat-Empfehlungen an, sagt Dr. Glanz. Nach heutigen Maßstäben würde man sagen, dass sie sich sehr, sehr schäbig benommen haben. Sugar Industry and Coronary Heart Disease Research, a Historical Analysis of Internal Industry
Documents. Zuckerindustrie und Forschung zu Herzkrankheiten, eine Analyse interner Industriedokumente. Damit geht es weiter. Das ist ein Paper, was veröffentlicht wurde von Kristin Kearns, dieser Zahnärztin, zusammen mit Laura Schmidt und Stanton Glantz. Im Abstract, in der Zusammenfassung, ist zu lesen, in den 50er Jahren wurde vor der Rolle gewarnt, die Zucker für das Risiko bei koronaren Herzkrankheiten spielt. Wir haben interne Dokumente, historische Berichte und Aussagen der Sugar Research Foundation untersucht, die für frühe Debatten über die diätetischen Ursachen von koronaren Herzkrankheiten relevant sind und die Ergebnisse chronologisch zu einer Fallstudie zusammengefasst. Die Sugar Research Foundation förderte 1965 ihr erstes Forschungsprojekt über koronare Herzkrankheiten. Eine im New England Journal of Medicine veröffentlichte Literaturübersicht machte Fett und Cholesterin als diätetische Ursache für koronare Herzkrankheiten verantwortlich. Beweise für die Rolle von Zucker als Risikofaktor wurden heruntergespielt. Die Zuckerstiftung legte das Ziel der Überprüfung fest, lieferte die passenden Artikel und erhielt mehrere Entwürfe. Die Finanzierung und Rolle der Sugar Foundation wurde nicht offenbart. Zusammen mit den jüngsten Analysen anderer Dokumente der Zuckerindustrie legen unsere Ergebnisse nahe, dass die Industrie in den 60er und 70er Jahren ein Forschungsprogramm gesponsert hat, das erfolgreich Zweifel an den Gefahren von Zucker aufwirft und gleichzeitig Fett zur diätetischen Ursache bei koronaren Herzkrankheiten macht. Anstatt von der Lebensmittelindustrie finanzierte Studien zu viel Beachtung zu schenken, sollte man unabhängige Studien in Auftrag geben, die die Wirkung von Zucker auf die diversen Biomarker und die Entwicklung von Krankheiten untersuchen. Den vollständigen Text kann man über einen Link im Abstract kaufen. Das kostet $30. Deswegen kann ich da jetzt nicht mehr vorlesen als die Zusammenfassung. Ein weiterer interessanter Artikel: Coca-Cola funds scientists who shift blame for obesity away from bad diets. Coca-Cola finanziert Wissenschaftler, die Schuld für Fettleibigkeit von schlechten Diäten ablenken. Im November 2012 kündigte die Stiftung einen Zuschuss von 3 Millionen US-Dollar an die Garfield Park Conservatory Alliance in Chicago an. Mit dem Geld sollte ein Wellness-Programm ins Leben gerufen werden. Coca-Cola, weltweit größter Hersteller von zuckerhaltigen Getränken, unterstützt eine neue wissenschaftlich fundierte Lösung für die Adipositas. Krise, also in anderen Worten die Fettleibigkeitsepidemie. Ziel ist mehr Bewegung und ein gesundes Gewicht. Über Kalorien sollte sich niemand den Kopf zerbrechen. Der Getränkegigant verbreitet diese Botschaft in Zusammenarbeit mit einflussreichen Wissenschaftlern in medizinischen Fachzeitschriften, auf Konferenzen und über soziale Medien, um den Wissenschaftlern Gehör zu verschaffen, unterstützt Coca-Cola eine neue gemeinnützige Organisation namens Global Energy Balance Network. Gewichtsbewusste Amerikaner sollen die Bedeutung von körperlicher Betätigung erkennen. Was man isst und trinkt, ist dabei anscheinend Nebensache. Kurzer Einschub von mir. Ich habe jahrelang versucht, mein Gewicht mit mehr Sport und weniger Essen zu halten. Und das klappt so lange, solange man hungert. Und wenn man wieder normal isst, nimmt man wieder zu. Das war jetzt die Kurzversion. Ja, nein, ich habe nicht ein bisschen Sport gemacht. Ich habe ganz viel Sport gemacht. Ich bin jeden Morgen 10 Kilometer gerannt. Ich habe jeden Abend eine halbe Stunde bis eine Stunde mit den Gewichten trainiert, ne, in der Muckibude. Und 1,5 bis 2 Stunden Aerobics gemacht, 5 Tage die Woche und den Dauerlauf morgens 7 Tage die Woche. Am Wochenende bin ich oft Ski gefahren, Freitag, Samstag, Sonntag, den ganzen Tag auf der Piste, im Sommer Radtouren am Wochenende. Ja, ich habe viel Sport gemacht und habe es trotzdem geschafft zuzunehmen, weil wenn man sich so ernährt, wie es empfohlen wird, kann man mit Sport
nicht abnehmen. Wer es versucht hat, wird es bestätigen. Es geht weiter. Der Vizepräsident der Gruppe, Stephen Blair, ein Sportwissenschaftler, sagte in einem zu dieser Zeit veröffentlichten Video, mit dem die neue Organisation angekündigt wurde, populäre Medien und wissenschaftliche Artikel vertreten den Standpunkt, dass wir zu viel essen. Jo, das stimmt auch. Fast Food und zuckerhaltige Getränke seien schuld an Übergewicht und Herzkrankheiten, aber es gibt praktisch keine Beweise dafür, dass dies tatsächlich der Fall ist. Oh, doch, die gibt es. Gesundheitsexperten zufolge ist diese Botschaft irreführend und Teil der Bemühungen von Coca-Cola im Zusammenhang mit der Zunahme von Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes von zuckerhaltigen Getränken abzulenken. Das Unternehmen nutze die neue Organisation, um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass körperliche Aktivität eine schlechte Ernährung ausgleichen kann, was nicht funktioniert, wie ich euch eben gesagt habe. Obwohl immer wieder nachgewiesen wird, dass Sport nur einen minimalen Einfluss auf das Gewicht hat, ist zu vernehmen. Dieser Konflikt um die Hintergründe der Fettleibigkeit fällt in eine Zeit zunehmender Bemühungen, zuckerhaltige Getränke zu besteuern, sie aus Schulen, Universitäten und Krankenhäusern zu entfernen und Unternehmen davon abzuhalten, sie an Kinder zu vermarkten. In den letzten 2 Jahrzehnten ist der Verbrauch von kalorienreichen Limonaden in den USA um durchschnittlich 25% gesunken. Ne? Da muss Coca-Cola natürlich gegensteuern. Die Verkäufe von Coca-Cola sind rückläufig. Es gibt enormen politischen und öffentlichen Gegenwind und jede größere Stadt will den Konsum eindämmen, sagte Michelle Simon, ein Anwalt für öffentliche Gesundheit. Das Unternehmen versucht mit allen Mitteln, den Umsatzeinbruch zu stoppen. Sie wissen, dass es keine Rettung gibt, wenn den Menschen bewusst wird, was wirklich für ihr Übergewicht verantwortlich ist. Coca-Cola hat erhebliche Investitionen in die neue gemeinnützige Organisation getätigt. Auf Anfragen, die auf staatlichen Open Records Gesetzen basieren, gaben 2 Universitäten, die Leiter des Global Energy Balance Network beschäftigen, bekannt, dass Coca-Cola im vergangenen Jahr 1,5 Millionen US-Dollar für die Gründung der Organisation gespendet habe. Seit 2008 hat das Unternehmen 2 Gründungsmitgliedern der Organisation fast 4 Millionen US-Dollar für verschiedene Projekte zur Verfügung gestellt, zusätzlich zu den 1,5 von vorhin. Zum einen Dr. Blair, Professor an der University of South Carolina, dessen Forschung in den letzten 25 Jahren einen Großteil der Grundlage gebildet hat, und Gregory A. Hand, Dekan der West Virginia University School of Public Health. Aufzeichnungen zeigten, dass die Website des Netzwerks geben.org, werde ich auch noch verlinken, unter Coca-Cola Atlanta registriert ist und das Unternehmen auch als Administrator der Website fungiert. Der Präsident der Gruppe, James Hill, Professor an der Medizinischen Fakultät der Universität von Colorado, sagte, Coca-Cola habe die Website registriert, weil die anderen Mitglieder des Netzwerks nicht wussten, wie es funktioniert. Ja, sehr lustig. Es ist nicht ihre Show, sagt er, es ist unsere Show. Okay. Die PR-Abteilung von Coca-Cola lehnte Anfragen für ein Interview mit ihrer wissenschaftlichen Leiterin Rona Applebaum wiederholt ab. In einer Erklärung hieß es, man habe eine lange Tradition in der Unterstützung wissenschaftlicher Forschung im Zusammenhang mit Themen wie die Energiebilanz, also Calories in versus Calories out. Ne? Kalorien rein gegen Kalorien raus. Wir arbeiten mit führenden Experten auf den Gebieten Ernährung und körperliche Betätigung zusammen, heißt es in der Erklärung. Die Forscher, mit denen wir zusammenarbeiten, sollen uns unabhängig von ihren eigenen Überzeugungen über wissenschaftliche Erkenntnisse informieren und mit unserer Finanzierung transparent und offen umgehen. Ja, ja, so reden Leute, die sich ertappt fühlen, würde ich sagen.
Dr. Blair und andere mit der Gruppe verbandelte Wissenschaftler erklärten, dass Coca-Cola keine Kontrolle über ihre Arbeit oder die Botschaft der Organisation habe und dass man kein Problem darin sehe, das Unternehmen zu unterstützen, weil alle Aktivitäten transparent dargestellt seien. Auf den Twitter- und Facebook-Seiten der Gruppe, die körperliche Betätigung bei chronischen Krankheiten und Fettleibigkeit befürworten und über die Rolle von Lebensmitteln und Ernährung gleichzeitig weitgehend schweigen, wurde die finanzielle Unterstützung von Coca-Cola nicht erwähnt. Bisher hat die Social-Media-Kampagne allerdings auch nicht viel Anklang gefunden, was Glück im Unglück ist. Zum Zeitpunkt des Erscheinens des Artikels, also das war ungefähr 2015, hatte die Gruppe auf Twitter gerade mal, weniger als 1000 Abonnenten. Auf der Website der Gruppe wurde die Unterstützung von Coca-Cola nicht erwähnt, bis Dr. Joni Friedhoff, ein Experte für Fettleibigkeit an der Universität von Ottawa in Kanada, sich bei der Organisation nach der Finanzierung erkundigte. Dr. Blair verwies auf ein Versehen, man werde sich darum kümmern. Nachdem wir festgestellt haben, dass wir nicht nur mit Coca-Cola, sondern auch mit anderen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen haben, weil man es vorher nicht wusste oder wie, haben wir sie auf der Website veröffentlicht, sagte Dr. Blair. Macht uns dieses Versäumnis der Korruption schuldig, würde ich schon sagen. Die Beteiligung von Coca-Cola an der Organisation ist nicht das einzige Beispiel für von Unternehmen finanzierte Forschung und Interessenvertretung, die in letzter Zeit unter Beschuss geraten sind. Die American Society for Nutrition und die Academy of Nutrition and Dietetics wurde von Befürwortern des öffentlichen Gesundheitswesens für ihre Partnerschaften mit Unternehmen wie Kraft Foods, McDonald's, PepsiCo und Hershey gerügt. Ernährungsberater wurden ebenfalls kritisiert, weil sie Zahlungen von Coca-Cola erhalten hatten und als Gegenleistung die Produkte des Unternehmens als gesunde Snacks präsentierten. Barry M. Popkin, Ernährungs- und Adipositas-Forscher am Carolina Population Center, sagte, die Unterstützung prominenter Gesundheitsforscher durch Coca-Cola erinnere an die Taktik der Tabakindustrie, mit ihren Experten als Händler des Zweifels in der Debatte über die Gefahren des Rauchens. Das Global Balance Network ist übrigens im Dezember 2015 dann auch aufgelöst worden. Die Webseite existiert zwar noch, aber es sind keine Aktivitäten auszumachen. Also lang hat es nicht gehalten und das ist auch gut so. Marion Nestle, Autorin des Buches Soda Politics, die Politik der Süßgetränke, und Professorin für Ernährung, Lebensmittelforschung und öffentliche Gesundheit an der New York University, äußerte sich besonders deutlich. Das Global Energy Balance Network ist für Coca-Cola nichts anderes als eine Frontgruppe. Die Agenda ist klar. Die Forscher sollen die Wissenschaft verwirren und das Augenmerk von der Ernährung ablenken. Die Finanzierung von Studien durch die Lebensmittelindustrie ist in der wissenschaftlichen Forschung keine Seltenheit. Aber es wird immer wieder nachgewiesen, dass diese Art von Finanzierung zu verzerrten Ergebnissen führt. Wundert das jemand? Eine kürzlich in der Zeitschrift PLOS Medicine veröffentlichte Analyse von Getränkestudien ergab, dass es bei denjenigen, die von Coca-Cola, PepsiCo und der American Beverage Association und der Zuckerindustrie finanziert wurden, 5-mal häufiger keinen Zusammenhang zwischen zuckerhaltigen Getränken und Gewichtszunahme gab, als bei Studien, deren Autoren keine finanziellen Konflikte gemeldet hatten. Auf ihrer Website verspricht die neue gemeinnützige Organisation, die Stimme der Wissenschaft in Diskussionen über gesunde Lebensstile sein zu wollen und behauptet, dass das Konzept der Energiebilanz, also Calories in versus Calories
out einen neuen wissenschaftlich fundierten Rahmen für die Erreichung eines stabilen Körpergewichts bietet. Ja, wer es glaubt, wird selig. Die Gruppe sagt, es gibt starke Beweise dafür, dass es bei den Bemühungen zur Verhinderung der Gewichtszunahme nicht darum geht, Kalorien zu reduzieren, wie viele Experten des öffentlichen Gesundheitswesens dies empfehlen, sondern einen aktiven Lebensstil beizubehalten und sogar mehr Kalorien zu essen. Um diese Behauptung zu untermauern, stellt die Gruppe links zu zwei Forschungsarbeiten bereit, von denen jede die folgende Fußnote enthält. Die Veröffentlichung dieses Artikels wurde von The Coca-Cola Company unterstützt. Im März des Erscheinungsjahres der Artikel kündigten Dr. Hill, Dr. Blair und Dr. Hand in einem Editorial im British Journal of Sports Medicine die Gründung der Organisation an. Das Argument, die Öffentlichkeit und viele Wissenschaftler nehmen körperliche Inaktivität als Ursache für Fettleibigkeit nicht ernst genug. Man wolle das Global Energy Balance Network schaffen, um das Bewusstsein für beide Seiten der Energiebilanz zu schärfen. Wie gesagt, wer es ausprobiert hat, hat festgestellt, dass es nicht funktioniert. Das Editorial enthielt eine Offenlegung, dass die Gruppe von Coca-Cola ein uneingeschränktes Bildungsgeschenk erhalten habe, was immer das bedeuten mag. Auf Anfrage des State Freedom of Information Act gab die University of South Carolina bekannt, dass Dr. Blair seit 2008 mehr als 3,5 Millionen US-Dollar für Forschungsprojekte von Coca-Cola erhalten hat. Die Universität gab auch bekannt, dass Coca-Cola Dr. Hand, der die Universität von South Carolina im vergangenen Jahr verlassen hatte, erhebliche Mittel zur Verfügung gestellt hat. 806.500 Dollar für eine Studie zum Thema Energiefluss 2011 und dann noch einmal 507.000 Dollar für den Aufbau des besagten Netzwerks. Wie viel davon in den privaten Taschen der Professoren landete, ist leider nicht überliefert. Solange alle ihre potenziellen Konflikte offenlegen und angemessen behandelt werden, ist dies das Beste, was sie tun können, sagte Dr. Hand. Es ist absolut nachvollziehbar, dass die Unternehmen die besten Wissenschaftler wollen, die sie bekommen können, und das lässt man sich halt etwas kosten. Drei Wissenschaftler, die Fotos findet ihr in den Originalartikeln, die ich verlinkt habe, die bei der Gründung der neuen gemeinnützigen Organisation mitgeholfen haben, waren Stephen Blair, Professor am Institut für Bewegungswissenschaft, Epidemiologie und Biostatistik der University of South Carolina, James Hill, Professor an der Medizinischen Fakultät der University of Colorado und Gregory Hand, Dekan der West Virginia University School of Public Health. Nicht, dass das wichtig wäre, aber ich will ja nicht mir sagen lassen, dass ich wichtige Informationen unterschlagen hätte. Der Präsident der Gruppe, Dr. Hill, hatte finanzielle Beziehungen zu Coca-Cola. Das Unternehmen hat der Universität im vorausgegangenen Jahr ein kleines Geldgeschenk in Höhe von 1 Million US-Dollar gemacht. Eine Anfrage nach dem Colorado Open Records Act wurde von der Universität dahingehend beantwortet, dass Coca-Cola das Geld zum Zwecke der Finanzierung des Global Energy Balance Networks bereitgestellt habe. Wahrscheinlich zahlen sie immer noch, obwohl es dieses Netzwerk schon gar nicht mehr gibt. Das war jetzt ein Einschub von mir. Dr. Hill erklärte, er habe bei Coca-Cola um Unterstützung bei der Organisation, der gemeinnützigen Organisation geworben, da von Seiten seiner Universität keine Finanzierung zur Verfügung stand. Auf der Website der Gruppe heißt es, dass sie von mehreren Universitäten und der Share WIK Media Group, einem Produzenten von Gesundheitsvideos, unterstützt wird. Eine Zusage von General Mills, wieder ein Lebensmittelhersteller, und anderen Unternehmen habe man ebenfalls erhalten. Die Angebote seien jedoch noch nicht offiziell
bestätigt worden. Seiner Meinung nach ist es für die Gesundheitsbehörden leichter, die Ernährungsweise der Menschen zu beeinflussen, wenn man mit der Lebensmittelindustrie zusammenarbeitet. Ach ja. So. Auf ihrer Website empfiehlt die Gruppe, die Nahrungsaufnahme mit mehr Bewegung zu verbinden, sagte Dr. Hill. Weniger essen war noch nie eine wirksame Botschaft. Deshalb sollte die Nachricht lauten, mehr bewegen, schlauer essen. Ach so, man rudert langsam zurück. Er betonte, dass der Gewichtsverlust eine Kombination komplexer Faktoren beinhalte und das Ziel seiner Gruppe nicht darin bestehe, die Rolle der Ernährung herunterzuspielen oder unzureichende Bewegung als alleinigen Grund für die Fettleibigkeit darzustellen. Wir haben nicht gesagt, dass es nur um körperliche Aktivität geht und nicht ums Essen. In den Pressemitteilungen und auf der Website hörte sich das allerdings ganz anders an. Die Medien führen die Adipositas-Epidemie auf unsere schlechten Essgewohnheiten zurück, heißt es in einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung. Dr. Steve Blair erklärt, dass man nicht alles glauben sollte, was man im Fernsehen sieht. Ja, und dazu gehört auch die Werbung von Coca-Cola, liebe Leute. In einer und anderen Lebensmittelherstellern natürlich. In einer Pressemitteilung gibt Dr. Blair zu bedenken, dass sitzende Tätigkeiten die Hauptursache sind. Die meisten Experten für öffentliche Gesundheit sind sich einig, dass es auf einen ausgeglichenen Energiehaushalt ankommt. Also Calories in versus Calories out. Ja, ich wiederhole mich. Abnehmen kann man auf unterschiedlichste Weise. Studien deuten jedoch darauf hin, dass diejenigen, die es schaffen, ihr reduziertes Gewicht zu halten, weniger Kalorien verzehren. Immer stärker in den Fokus rückt auch die Erkenntnis, dass eine Reduktion stark glykämischer Lebensmittel wie zuckerhaltige Getränke und andere raffinierte, also hochverarbeitete Kohlenhydrate, die einen heftigen Anstieg des Blutzuckers und des Insulins zur Folge haben, hilfreich ist. Ah, wir kommen der Sache näher. Körperliche Aktivität ist wichtig und gut, sagen Experten. Studien zeigen jedoch, dass Bewegung den Appetit steigert und Betroffene mehr essen. Hinzu kommt, dass Sport viel weniger Kalorien verbrennt, als man vermuten würde. Eine Dose Coca-Cola enthält 140 Kalorien und ca. 10 Teelöffel Zucker. Um diese Kalorienflut auszugleichen, braucht man 22 Minuten Aerobics, 24 Minuten Badminton oder 17 Minuten Basketball. Aber nach dem Sport hat man wieder Hunger. Und von den Kalorien einmal abgesehen, ist Zucker in dieser Menge ohnehin Gift für den ganzen Körper. Für eine der strengsten Studien zu körperlicher Aktivität und Gewichtsverlust, die Zeitschrift Adipositas veröffentlicht hat, rekrutierten Wissenschaftler 200 übergewichtige Erwachsene mit sitzender Tätigkeit und führten mit ihnen ein aggressives Trainingsprogramm durch. Um die Auswirkungen von Bewegung auf ihr Gewicht zu isolieren, wurden die Probanden angewiesen, keine Änderungen bei ihrer Ernährung vorzunehmen. Die Teilnehmer wurden überwacht, um sicherzustellen, dass sie tatsächlich 5 bis 6 Stunden pro Woche trainieren. Das ist mehr als das Doppelte der in den Bundesrichtlinien empfohlenen 2,5 Stunden pro Woche. Nach einem Jahr hatten die Männer durchschnittlich 1,6 Kilo abgenommen und Frauen 1,2. Ja, wenn man seine Ernährung umstellt, kann man in einem Jahr 30 Kilo abnehmen, ohne Probleme. Für eine erfolgreiche Gewichtsreduktion ist eine Anpassung der Ernährung unerlässlich. Ja, das finde ich auch, aber nicht so, wie die das meinen. Bewegung in Verbindung mit einer Diät ist eine gute Sache, sagte Dr. Anne McTiernan, Hauptautorin der Studie und Forscherin am Fred Hutchinson Cancer Center. Das ist ein Krebszentrum in Seattle. Aber eine Ernährungsumstellung ist deutlich erfolgversprechender als das beste Sportprogramm. Yo! Ähnlich wie bei der Forschung zu zuckerhaltigen Getränken kommen von der Getränkeindustrie finanzierte Studien über den Zusammenhang zwischen Gewicht und Bewegung stets zu den Ergebnissen, die sich von den Ergebnissen unabhängiger Wissenschaftler dramatisch unterscheiden. Etwa zum Zeitpunkt
dieser Veröffentlichungen gab das Pennington Biomedical Research Center in Louisiana die Ergebnisse einer neuen großen Studie über körperliche Betätigung bei Kindern bekannt, in der festgestellt wurde, dass mangelnde körperliche Aktivität der weltweit größte Prädiktor, also Voraussage für Fettleibigkeit bei Kindern ist. Die Pressemitteilung enthielt den Zusatz, diese Studie wurde von der Coca-Cola Company finanziert. Kelly Brownell von der Sanford School of Public Policy, Duke University, sagte, Coca-Cola sorgt dafür, dass zu viele Kalorien konsumiert werden und zum Ausgleich soll man sich körperlich mehr betätigen. Coca-Cola hat in den letzten Jahren sehr viel Geld gespendet, um Fitnesscenter in mehr als 100 Schulen im ganzen Land zu bauen. Unterstützt wird ein Programm namens Exercise is Medicine, Sport ist Medizin, das Ärzte ermutigen soll, ihren Patienten körperliche Aktivität zu verschreiben. Als der Stadtrat von Chicago 2012 das Problem der Fettleibigkeit in der Stadt mit einer Steuer auf Süßgetränke in den Griff bekommen wollte, spendete Coca-Cola 3 Millionen US-Dollar für die Einrichtung von Fitnessprogrammen in mehr als 60 Gemeindezentren der Stadt. Damit war das Schicksal der sogenannten Soda Tax, der Zuckersteuer, besiegelt, der Süßgetränkesteuer. Wir werden die Entwicklung in Richtung Fettleibigkeit nicht über Nacht umkehren, sagte Coca-Cola in einer Anzeige für seine Chicago-Übungsinitiative, Trainingsinitiative. Aber für Tausende von Familien in Chicago beginnt der Alltag jetzt mit Liegestützen, Sit-Ups oder Jumping Jacks. Glaubt ihr das? Glaubt ihr es wirklich? Zum Thema Sport ist Medizin fällt mir Hippokrates ein, der sagte, eure Nahrung soll eure Medizin sein und eure Medizin eure Nahrung. Weiter sagte er, führe ein gesundes Leben und du wirst kaum erkranken, es sei denn durch einen Unfall oder in einer Epidemie. Wirst du krank, so gewährt dir die richtige Diät die beste Möglichkeit, wieder gesund zu werden. Und ja, es gibt mittlerweile Zehntausende, wirklich Zehntausende von Leuten, die ihre Zivilisationserkrankungen, auch schlimme Krankheiten, umgekehrt haben, indem sie ihre Ernährung umgestellt haben. Ich kenne manche persönlich und bei den anderen weiß ich, dass das keine getürkten Informationen sind und dass vor allem keine Industrie sich dahinter befindet. Und das vollkommen kostenlos, schmerzfrei und ohne Nebenwirkungen. Hätte Hippokrates Sport und Fitness empfohlen, ich vermute mal, dass seine Zeitgenossen ihm den Vogel gezeigt hätten. Und ich wage zu bezweifeln, dass man sich heute noch an ihn erinnern würde. Aber vielleicht gäbe es uns dann schon gar nicht mehr, wenn wir diesem Rat gefolgt wären. Sugarcoated heißt ein Film, der sehr spannende Informationen enthält über das, was diese Zahnärztin Dr. Kristin Kearns vor ein paar Jahren über die Machenschaften der Zuckerindustrie zutage befördert hat. Link ebenfalls in der Beschreibung. Ein Großteil dieser Doku konzentriert sich auf die Politik der Zuckerindustrie. Die Zahnärztin Kristin Kearns aus Denver entdeckte eher zufällig 1500 Seiten interner Dokumente der Zuckerindustrie aus den Büros der Great Western Sugar Company, nachdem diese ihren Betrieb eingestellt hatte. Die Dokumente zeigen eine konzertierte Anstrengung, allen wissenschaftlichen Beweisen mit Zweideutigkeit zu begegnen, mit dem Ziel, die Vertreter der Gegenseite immer wieder zu verunsichern und sie zu veranlassen, ihre eigenen Erkenntnisse in Frage zu stellen. Ähnlich erfolgreich war auch schon die Tabakindustrie, die den Zusammenhang zwischen Tabakkonsum und Gesundheitsproblemen jahrzehntelang erfolgreich zu verdrehen wusste. Es ist deprimierend zu sehen, dass sich das jetzt wiederholt, aber eine Überraschung ist es nicht. Die Tabakindustrie hat das Lehrbuch geschrieben und die Lebensmittelindustrie, die zum Teil von Tabakunternehmen übernommen wurde, als bei denen der Umsatz einbrach, setzt es um.
Die Zuckerindustrie lehnte eine Teilnahme an der Dokumentation ab, was nicht überrascht, gab jedoch eine Stellungnahme in PDF-Form mit den folgenden Hauptaussagen heraus. Erstens, Fettleibigkeit ist ein multifaktorielles Problem. Das ist wahr und es ist problematisch, wenn eine Gesundheitsdokumentation sich nur auf einen Teil dieser Faktoren konzentriert. Dennoch ist Zucker zweifellos ein Hauptfaktor bei der Adipositas-Epidemie. Zweitens, alle Kalorien sind gleich und überschüssige Kalorien führen zur Fettleibigkeit. Das klingt vernünftig, ist aber wahrscheinlich nicht wahr. Kalorien sind eine Maßeinheit für den Energiegehalt von Lebensmitteln. Fettleibigkeit hängt damit zusammen, wie der Körper die einzelnen Lebensmittel verstoffwechselt. Drittens, die hohen Diabeteszahlen sind auf das Bevölkerungswachstum und die zunehmende Alterung zurückzuführen. Bevölkerungswachstum und Alterung führen zu mehr Diabetes. Aber wo Menschen ihre Ernährung an das Vorbild der westlichen Welt angepasst haben, ist der Prozentsatz an Diabetes signifikant höher. Also es hat sehr viel mit unserem Lebensstil zu tun. Viertens, Zucker kann in Maßen genossen werden. Dies ist natürlich richtig, aber diese Aussage ist schädlicher, als sie aussieht, weil die Zuckerindustrie bemüht ist, die Verantwortung auf den Verbraucher abzuwälzen. Verarbeitete Lebensmittel enthalten heute so viel Zucker, dass die meisten Menschen gar keine Vorstellung mehr davon haben, wie viel davon sie tatsächlich essen. Die, die es wissen möchten, können sich eine kostenlose App herunterladen, aber wenn man auf möglichst viele verarbeitete Lebensmittel verzichtet, braucht man keine App. Das haben die geschrieben, das kommt nicht von mir. Ja, ihr Lieben, also, ich finde, das sagt alles. Es sagt wirklich alles, ja. Kein weiterer Kommentar erforderlich. So, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen restlichen Feiertag, ein gutes Wochenende, gute Gesundheit und viel Glück bei der Ernährungsumstellung. Tschüss und bis bald.